mal kurz den Stand der Koalitionsverhandlung, damit ihr also auch wisst, warum wir heute hier auf die Kreuzung gehen wollen. Das Papier, von was gerade von SPD, Linke und Bündnis 90 die Grünen sozusagen in Verhandlung ist, da steht zwar 100, ich zitiere, die Koalition wird in dieser Legislaturperiode keinerlei Planungsvorbereitungen bzw. Planungen für den 17. Bauabschnitt durchführen. Der 16. Bauabschnitt erhält einen Abschluss am Treptower Park. Dann stehen noch ein paar schöne Worte, dass man da vielleicht noch einen Fahrradweg baut und so weiter. Aber im Klartext bedeutet das, die Autobahn wird gebaut und die Planungen werden nicht gestoppt, sondern bloß auf Eis gelegt. Und in 5 Jahren sieht es vielleicht wieder alles ganz anders aus. Wir fordern hingegen von der neuen Koalition eine Wende zu einer nachhaltigen, menschengerechten und ökologischen Stadtentwicklung und Verkehrspolitik. Wir fordern einen Baustopp des 16. Abschnitts an der Sonnenallee, und zwar einen qualifizierten Abschluss. Und wir fordern nicht nur ein Aussetzen der Planung, sondern die Streichung des Bauvorhabens 16. Bauabschnitt und 17. Bauabschnitt der 100 aus dem Bundesverkehrswegeplan 2030. Wir fühlen uns von den Koalitionsverhandlungen extrem veräppelt. Das, was die Grünen und Linken in ihren Wahlprogrammen oder ihren gefordert haben, das ist in keinster Weise erfüllt bis jetzt. Und da sollen sich die Parteien mal echt einen Ruck geben, dass sie eben halt die Wähler nicht täuschen, sondern dass sie ihre ihre Wahlversprechen auch umsetzen. Jetzt warten wir noch einen kleinen Moment und dann wird es dann auch ein paar Minuten auf das Signal geben, dass wir hier raufgehen. Also noch ein bisschen Geduld. Schmückt euch noch mit 100 Stoppenschildern. Bis gleich. Jo. A 100 stop. Hop, hop, hop.
Milch gibt es nicht nur im Traum. Nehmt mein Blatt, A100, stopp! Und werft es hoch, to the top! Und fordert hier und jetzt Koalition, macht A100 stoppen zum Gesetz! A100 streichen, Autobahn muss weichen. Langsam wieder von der Kreuzung runter.